Hallo, ich bin der Klaus Kühn von den Zauberfreunden Bamberg. Ich möchte euch heute mal ein paar schöne Zauberkunststücke zeigen, also zwei, drei Sachen, damit ihr Geschmack an der Zauberkunst bekommt. Ein Spiel mit vier Karten, das Ass, die 2, die 3 und die 4. Die 4 wird umgedreht, wenn ich jetzt so eine magische Bewegung mache. Kartendreh passiert folgendes: Alle Karten liegen mit der Rückseite nach oben, bis auf eine Karte, nämlich das Ass. Wieder eine Karte nach oben, wieder eine Drehung. Als nächstes kommt die 2. Dann haben wir die 3. Zum Schluss, die 4, die liegt eigentlich schon oben, die drehen wir einfach um. Aber wenn ich jetzt die 4 so berühre, passiert Folgendes. Alle anderen Karten drehen sich sofort mit der Bildseite wieder um. Und die 4. Eine Schraube und eine Mutter. Kennt man aus den Baumärkten her. Wenn man jetzt sich sehr konzentriert, also hohe Konzentration, dann kann man einen psychokinetischen Effekt erwirken. Ich versuche es mal. Mal gucken, ob es funktioniert. So, jetzt zeige ich euch noch ein kleines Zauberkunststück. Das könnt ihr daheim jederzeit selber nachbauen, und zwar mit 1, 2, 3, 4, 5 schwarzen und einer roten Karte. Und jetzt soll eine Zuschauerin oder ein Zuschauer versuchen, die rote Karte mit einer Wäscheklammer zu bekommen. Ja, ne, das ist natürlich jetzt ganz, ganz einfach. Aber schwierig wird es jetzt, wenn wir das Ganze umdrehen und jetzt durcheinander bringen. Ich schüttel hier nochmal, ich mische das Ganze mal ein bisschen. Und jetzt bitte versuchen Sie nochmal die rote Karte zu finden. Mal schauen, ob es geklappt hat. Man sieht ganz weit daneben. Jetzt erkläre ich euch kurz, wie ihr euch das selber basteln könnt und was eigentlich das Geheimnis an dieser Sache ist. Wenn jetzt der Zuschauer zuallererst die Klammer draufsteckt, ist es ja ganz einfach. Er sieht ja hier die rote Karte. Aber in dem Moment, wo das Ganze umgedreht wird, entsteht ja der Eindruck, als wenn 1, 2 die dritte Karte die rote Karte wieder wäre. Wenn er jetzt da die Klammer draufsteckt, oh Wunder, was ist passiert? Die Klammer ist natürlich daneben. Weil man hat eigentlich fast keine Chance, von der Rückseite aus die richtige Stelle zu finden. Also es ist eigentlich so eine schöne Sache, um das Ganze zu fixieren und mit den Zuschauern so ein kleines Spiel zu machen. Also ganz einfach Karten aneinander kleben und dann drauf loszaubern. Und wer ein bisschen Lust an der Zauberei bekommen hat, wie gesagt, der soll sich mal melden bei den Bamberger Zauberern. Oder jetzt bei Bamberg Zaubert sind wir natürlich auch überall präsent.